Klangkunst trifft Industriekultur ist ein Projekt an der Schnittstelle zwischen bildender Kunst und Musik. Wir haben international tätige Klangkünstler gebeten, ortsbezogene Arbeiten zu Industriedenkmälern zu entwickeln. Die Künstlerinnen und Künstler haben die Geschichte der Denkmäler recherchiert. Sie haben aktuelle Geräusche aus den Gebäuden aufgenommen. Sie haben Zeitzeugen befragt. Und wir haben ihnen historische Klänge von Produktionsprozessen zur Verfügung gestellt. All diese Materialien haben sie zu einer Komposition verarbeitet, die sich direkt auf die Räume und ihre Geschichten bezieht. Oberton singen. Okay, jetzt ist Wasserrauschen. Auch rhythmisiert, an und ab und ist weg und da weg. Jetzt höre ich ja auch zum ersten Mal, wo der Raum das tatsächlich aufnimmt. Sprich, also die Suche bei mir ist immer da nach dem authentischen Raum. Wo ist dieser Raum? Sich selbst am ehesten. Das ist natürlich die Frage, wann ist ein Raum sich selbst? Also was mir gefällt daran ist, dass sich das hier im Raum mischt, dass es gar nicht mehr nur wichtig ist, wo die Klangquellen herkommen beispielsweise. Und jemand, der nicht weiß, wo überhaupt die Klänge positioniert sind oder was hier die Resonanz ist, der wird das kaum zuordnen können. Ich habe mir selber Zeit gegeben. Was mir gefällt, ist, diesen Ort auch zu überkommen. Also ihn aus sich selbst herauszuheben. Nicht nur bestätigen, was da ist und mit dem umgehen, sondern ihn auch auf eine Art und Weise zu überwinden. Diese Arbeit kann jetzt mal so einen Moment von Unkontrolle und von Unübersichtlichkeit, Unabgeschlossenheit rein. Ich berühre nichts von dem Wasserwerk, ich berühre auch keine Wasserrohre, sondern ich nehme das Geländer und die einzelnen Pole, die hier eingesetzt sind und ziehe Linien und habe geguckt, wie ich durch die Linienziehung eine Spannung von Linien untereinander herstellen kann. Was wir jetzt hier hören, ist eben kein Lautsprecherklang, sondern ein um die Materialität von Glasfenster beeinflusster, veränderter Klang. Also man hört eben nicht nur den Klang der Komposition, sondern man hört auch, wie verhält sich jetzt das Glas selbst als Resonator, der aufnimmt und wieder hier nach außen abgibt. Naturklang, Umweltgeräusche, Maschinengeräusche draußen, Maschinengeräusche drin, Referenzen permanent. Ich wusste nicht, irgendwas zu verstecken.
Klangkunst trifft Industriekultur ist ein neues Kooperationsprojekt und das erweitert natürlich die Route der Industriekultur ungemein. Wir sehen, wir haben eine große Aufmerksamkeit. Es gibt die Möglichkeit, mit einem sehr renommierten Klangkünstler diesen Ort zu bespielen. Und das ist natürlich auch ein Quantensprung für uns. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kooperation auch in Zukunft fortsetzen können. Interessiert ja Musik und Technik, im weitesten Sinne arbeite ich da auch auf diesem Gebiet. Die Dinge liefen erst parallel, also ich habe erst eben diese mal ein Mischpult gebaut oder wie auch immer, was in der DDR so schwer zu beschaffen war. Und dann habe ich das natürlich gleich so gemacht, dass ich das für die Musik benutzen kann und eben auch so verändert, dass es das Spezialfunktionen hatten, um die Musik zu beeinflussen. Dampfmaschinen, das ist natürlich auch nochmal was Spezielles. Wir haben die ja auch laufen lassen und die haben eigentlich auch so eine Poesie. Also das sind gar nicht laut oder irgendwie derb, so wie einige Maschinen heutzutage, die also unmöglich eigentlich sind vom Geräusch her, wo man auch nichts machen kann. Und die sind eigentlich eher so, sogar brav und verhalten. Das war der Punkt. Deswegen habe ich das dann auch benutzt, auch diese Geräusche, die Originalgeräusche der Maschinen in der Installation. Das Aufnehmen selber ist ja auch so ein Prozess. Also man geht dann mit dem Mikro hin, wie mit so einem Sensor und versucht so kleine Unterschiede rauszukitzeln. Andererseits sind sie auch alt, die Maschinen, die sollten dann auch wieder etwas stottern, nicht ganz so rund laufen, obwohl die wunderbar laufen. Und ich wollte diesen Rhythmus auch nochmal anders benutzen, dass man Fragmente, Klangfragmente praktisch in eine Kette setzen kann, dass man eigentlich alle Maschinen wie eine Maschine hört. Die Poesie ist für mich sowas, eine Maschine, eine Tänzerin oder so, ja, oder eine Maschine und Schnee. Also Leichtes und Schweres, Bewegliches, Statisches. Das sind Kontraste, die in meinen Augen sehr poetisch sein können. Ich biete ja dem Publikum an, das selber zu kreieren. Und da wird es weitaus komplizierter, weil ich ja nicht weiß, was das Publikum macht. Damit geht es auch von mir wieder ein bisschen weg. Und ich stelle das Material zusammen, aber auch die Möglichkeit, wie man es kombinieren kann. Also bestimmte Regler stellen sich dann auch wieder zurück nach einer Weile. Klangkunst ist dann natürlich auch nochmal, was ein bisschen musealen Charakter hat, also was mit zur Architektur gehören kann. Damit ein extra besonderer Raum nochmal eine Ebene dazu bekommt.
sehr, sehr spannend, diesen Turm einfach völlig anders wahrzunehmen, weil der Turm ist kein Aussichtsturm mehr, wie Sie sehen werden, sondern es ist einfach ein Resonanzraum. Also der Raum oben hat mich ganz stark an eine Saitentrommel erinnert und so habe ich Saiten gespannt und Sie selbst werden Akteure sein. Sie werden die Saiten berühren, Sie werden die Klänge, Sie werden die Resonanzen erzeugen. Ich bin immer interessiert an immersiven Räumen, eigentlich, wo die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen sind, auf ihre eigene Wahrnehmung, einfach ihre eigene Wahrnehmung zu aktivieren. Und das finde ich einfach spannend. Und dafür ist eigentlich dieser Raum da. Das ist ein Reflexionsraum, das ist ein Wahrnehmungsraum. Den Klang nimmt man einfach ganz anders wahr, also in der Dunkelheit, ja. Da nimmt man eben erstens den Körper ganz anders wahr, also die eigenen Körpergeräusche und auch den Raum. Weil dieses Reservoir ist eigentlich wie ein Gedächtnis, das ist wie ein Gedächtnis der Architektur. Und dieses Reservoir hat Resonanzen, es hat ein Echo, es hat ein unglaubliches Echo, wenn man unten ist. Und deswegen war für mich natürlich total klar, dass es ein Klang mit Wasser sein muss. Wenn man jetzt in so ein Industriedenkmal reingeht, da ist natürlich unheimlich viel Vergangenes. Das drängt sich auch auf, also so wie man halt, wenn man in ein Museum reingeht, halt sehr viel Vergangenes auch da ist. Und das kann man natürlich auch benutzen, ist auch bestimmt interessant. Aber jetzt in dem Fall hat mich halt diese Struktur interessiert, die halt da ist und nicht die, die da war. Also es gibt so Sachen, die mich jetzt gerade interessieren, also so, oder schon, die in meiner Arbeit immer mal wieder vorkommen. Das sind halt mechanische Umsetzungen von Klängen. Mich interessiert halt so eine Art, mich interessieren halt so spezielle Momente von Sound. Diese Form von Klang soll erzeugt werden, also die gibt es ja dann schon in dem Fall, also in anderen Zusammenhängen, also beispielsweise bei Güterzügen. Und dann versucht man das halt nachzukonstruieren erstmal und gucken, wo man da hinkommt, ne, wie das geht, also ohne, dass man gleich einen ganzen Güterzug benutzt. Also ich würde die 28er halt auf 22 mal setzen in dem. Ach so, die Geschwindigkeit. Naja. Also mich interessiert quasi, es muss halt erzeugt sein, es muss mechanisch erzeugt sein, es soll ohne Lautsprecher auskommen.
Und das, was du gebaut hast, kann alles gut. Man kann natürlich auch das Gehör sehr gut ruinieren bei der Installation, aber das ist nicht so permanent und es ist auch klarer, reiner. Also ich denke, wie ist denn das, wo, wenn man, also wie laut kann man da eigentlich werden und was passiert da eigentlich, kann man es überhaupt noch ertragen? Die Ausstellung ist natürlich eine Soundarbeit, aber Teil dieser Arbeit ist eben auch, und ein wichtiger Teil ist halt auch eine Bühne und die Bühne ist leer. Die Form, die da gewählt wird, die finde ich schon ganz gut, die motiviert mich zum Beispiel auch. Also die motiviert mich so auch quasi wirklich eine neue Arbeit zu machen und da entsprechend auch Zeit mit zu verbringen, weil ich das Gefühl habe, naja, das ist schon, das passt. Und mir wird auch meine Freiheit gelassen, also das ist halt auch wichtig. Ne? Also klar, wenn man mir die nicht lässt, dann mache ich auch nichts. Aber das ist halt so. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also da gibt es halt oft Missverständnisse und da muss erstmal diskutiert werden. War ich überhaupt nicht so. War ganz linear, ganz entspannt, echt gut. Und das Projekt, das wir jetzt mit der Kulturregion zusammen machen, ist eine Annäherung von einer anderen Seite, nämlich erfahrbar machen durch Kunst in den Gebäuden. Und das Besondere an der Kooperation ist, dass jedes Projekt, dass in jedem Projekt ein eigener Zugang zu diesem Projekt durch Kunst geschaffen wird. Ich bin deswegen Frau Dr. Kloth sehr dankbar, dass sie als Kuratorin dieser Reihe heute Herrn Jens Brandt gewonnen hat für diese Installation hier. Und wir haben vorher gesehen, was da unten für ein Gerät drunter ist. Wenn man das sehen würde, hätte man schon noch mal einen anderen Bezug. Ja. Und jetzt denkt man, da hat sich jemand irgendeine schräge Musik aufgenommen und foltert uns damit. Und dann ist für mich die Frage, hat das wirklich mit der Walkmühle, mit unserer Situation zu tun? Also solche Schmerzen sind hier noch nie gelitten worden. Es ist ein Aspekt. Also, er hat im Grunde Prozesse sichtbar gemacht, die jetzt gerade hier der Künstlerverein auch durchmacht. Ja. Politische Prozesse, Unsicherheiten, dass wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, etc. Und das sind eben teilweise auch sehr, sehr schmerzhafte Prozesse, die da stattfinden. Genau. Und insofern finde ich es, dass es passt. Im Grunde kann man aber sagen, dass ich mich sehr reduziere auf ganz elementare, wenige Materialien in meinen Installationen. Hier zum Beispiel werden auf alle diese einzelnen Papiere elektronische Sinustöne übertragen. Und man kann die Töne hier in den Fäden erkennen, die zu den einzelnen Papieren führen. Wenn man dann näher hingeht mit dem Ohr und sozusagen die Papiere eigentlich belauscht, dann erkennt man, dass um die einzelnen Papiere akustische Räume sind. Der Prozess ist so, dass ich die Papiere erst herstelle und wenn das sozusagen die Figuration insgesamt dann steht, dann fange ich an, die Eigenresonanzfrequenzen zu suchen von den einzelnen Papieren bzw. den ganzen Objekten.
Hier in der Installation ist das wirklich so, dass man ja ganz selbstbestimmt sich da durchbewegt und eben sehr nah an diese Papiere herankommt. Und auf einmal stellt man fest, dass die Klänge durchaus laut sind und ganz plastisch. Es geht natürlich ja immer auch um das Finden. Das Finden gehört ja zu den schönsten Dingen auch in der Kunst, und dass man sozusagen selber Dinge entdeckt. Und die Dinge, die man selber entdeckt, die werden ja dann auch wirklich wertvoll. Das sind zwei Fotogramme, die aber dasselbe Objekt zeigen. Da hing vor dem Fotopapier, was an die Wand angebracht war, hing also eine Art Vorhang aus Draht. Und auf den wurden dann auch Töne übertragen. Und man sieht dann in dem zweiten Bild, sieht man hier die Wellenformen, die sich dann entlang dieses Drahts bewegt haben. Die beiden sind eben so kombiniert, weil dass man hier einmal das stille Objekt sieht und hier einmal das Klingende. Das heißt, man kann bei Klängen oft nicht sagen, gibt es da eine Körperlichkeit, wie könnte die aussehen? Ja, die Technik, die Fotogrammtechnik liegt mir insbesondere deswegen sehr am Herzen, weil die Technik an sich, die ja sehr alt ist, also älter als die Fotografie, dem Hören sehr verwandt ist. Aber in dem Fall ist das tatsächlich so, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass auch die Situation, die Ausstellungssituation so ist, dass man mit sich sein kann. Ja, mit sich und im Grunde dann über die Arbeiten seine eigene Wahrnehmung auch beobachten kann. Ja, und Dinge rausfinden kann über das Wahrnehmen selber. Ich habe eine Buchdruckerlehre gemacht von 1952 bis 1955. Also das hier ist die Monotype, eine Einzelbuchstaben-Setz- und Gießmaschine. Entwickelt Ende 19. Jahrhundert in Amerika. Und war der Beginn des Wechsels zwischen Handsatz und Maschinensatz. Wenn die Maschine läuft, gibt es sehr viele, die fangen dann sofort an, so Taktbewegungen zu machen da. So, hier haben wir jetzt eine Messingmatrize, wo das gleiche System ist. Hinten ist der Buchstabe eingraviert. Also ich arbeite dann irgendwann mit den Sounds und mit den Geräuschen, mhm, und bin irgendwann an so einem Stadium, wo ich selber gar nicht mehr weiß, ist der jetzt noch original, habe ich den schon verfremdet oder nur so ein bisschen. Und dann entsteht bei mir auch so eine eigene Welt auch, mhm, im Kopf. Ja. Das ist so, wie wenn dann plötzlich so die Schwerkraft zuschlägt und es landet so hier. Ja, der Ort ist eigentlich perfekt. Und als ich das erste Mal hier war und habe mir alles angehört und angeguckt, habe ich gedacht, eigentlich brauchst du hier gar keine Klanginstallation oder Klangarbeit, weil es ist alles schon da. Es ist oben schon alles installiert und es läuft schon alles.
war natürlich erstmal so total überwältigt und geflasht, einfach visuell, aber auch akustisch. So bin ich zu der Idee gekommen, eine Klangskulptur zu machen. Ein Objekt, das alles nochmal in sich konzentriert und von sich aus ausstrahlt. Die Skulptur bezieht sich eindeutig auf was Spezielles, nämlich auf ein spezielles Buch von Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Das ist ein Roman, der spielt in einem totalitären Staat, in dem Bücher verboten sind. Und die Feuerwehr nicht Brände löscht, sondern Brände legt, nämlich Bücherverbrennungen vornimmt. Man kann hier reinkommen, man kann hören, man kann das Bücherfach aufmachen, reingucken. Ich bin ja an diesem Ort und ich mache ja was mit diesem Ort. Also ich mache ja keine Dokumentation hier über dieses Museum, sondern das Ganze durchläuft ja auch nochmal mich als Person und drückt ja auch Aspekte meiner Person nochmal aus. Also so ist ja auch diese Arbeit, ist ja auch schon so ein bisschen so ein Plädoyer für das Gedruckte. Also ich persönlich find gedruckte Bücher einfach toll, vom Haptischen, vom Material. Ich mag Papier unheimlich gerne. Aber es ist halt schon was Spezielles und wenn ich mir vorstelle, die Menschen gibt es irgendwann nicht mehr. Eine Art kulturelles Erbe, was durch die Menschen auch, durch die Tätigkeit weitergegeben wird. Das heißt, wenn man hier durch den Raum durchläuft, hat man ein klares, vorgefertigtes Klangbild, das immer das gleiche ist. Jetzt bei dieser Installation ist es dann gemixt, ja, und es entstehen völlig neue Bilder. Das war ja auch die Idee, dass sich das einfach verzahnt, dass die Arbeit nochmal so ein, ja, so was Konzentriertes ist und auch so eine Reflexion des Ortes oder des Themas ist. Und wenn sich das im Idealfall ergänzt und natürlich hier nochmal Leute herbringt, ist es super. Papier, Butterbrotpapier, Schienenpapier, Daumendruckpapier. Ja, meine Ausbildung ist als so klassischer Komponist von neuer Musik. Elefantenhaut, Elfenbeinpapier, Etikettenpapier. Filzpapier. Ich wollte auch weg von dieser, sagen wir, musikalischen Konzerte, Spektakel und irgendwas, die in das Leben integriert ist. Dass für mich, dass diese Komponieren ein bisschen anderen Sinn nimmt, auch eine soziale Relevanz hat. Die Arthrose oder kleine Scheibe vom Motor kam und da verändert sich dann irgendwann einmal das Geräusch. Diese alte Fabrik steht seit ein halbes Jahrhundert ungenutzt und man spürt, dass diese, ich meine, die Architektur ist noch da, aber die Klänge sind nicht mehr da. Und ich habe versucht, diese Architektur ein Klangleben wiederzugeben. Oder für Pakete zu verpacken. Metallisiertes Papier. Ich habe die Installation ein halbes Jahr lang gearbeitet. Das ist lange Zeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen und es ist diese Räume immer vorzustellen und wie diese Klänge in den Raum funktionieren und wie die Leute sich bewegen. Das Ohr spielt eine unheimlich wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung von Umgebung, von Architektur. Die Reflexionszeit, die Resonanzen, diese ganze Volumen von Raum nehmen wir wahr mit den Ohren.
Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie wir in diese Räume oder in andere Räume mit Klang arbeiten können. ABC, Pergaminpapier. Handgeschöpftes Büttenpapier. Schreibpapiere. Packpapier. Postpapier. In diesem Frix-Projekt, es gibt einen Grundton, Ton aus Papierfabrikklänge und mit kleinen Vertönungen und kleinen Klangelementen. Ich bestimme, wie man diese Räume wahrnimmt, diese Klänge. Schon drauf. Und jetzt. Im Frühling habe ich etwas mit einem App gemacht. Und jetzt ist das eigentlich das erste App, die jetzt in Apple Store und in Google Play vorhanden ist, die man runterladen kann, als Installation. Was für mich völlig ungewöhnlich ist, aber ich finde das im Endeffekt faszinierend, weil es taucht die Zuhörer in einen anderen Raum ein und gibt mir die Möglichkeit, diesen Raum völlig zu bestimmen. Die Installation ist dann mit GPS verbunden. Das heißt, wenn ich mich bewege, ich bewege mich in andere Klangräume. Es ist eine neue Technologie, die ich benutze. Da gab es auch Pergamin. Das hat man als Verpackung genommen. Hochwertiges Briefpapier. Pergamentpapier. Hartes Papier. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur diese Erfahrung über eine Papierfabrik, aber auch und nicht nur in so eine informative Arbeit einsteigt. Und das ist mehr eine Traumsequenz als ein Bericht. Da gab es eine Hackerei, die aus den geschälten Hölzern, also die Rinde wurde da entfernt, gehackt hat. Ja. Wir haben in unserer Gesellschaft, wir hören immer mehr und mehr nicht zu hören. Und wir tragen Kopfhörer, weil wir den Umgebung nicht hören wollen. Und das ist nicht der Sinn von meiner Installation. Es ist, dass wir aufmerksam sind, wie Klang und Architektur sich zusammen verbinden. Für mich ist Klangkunst auch eine Möglichkeit, was zu hinterfragen oder im Bewusstsein fragen und vielleicht loslösen zu lassen von den normalen Wahrnehmungsschemen, die man so hat. Klang ist einfach ein wunderbares Mittel, um auf ganz verschiedenen Ebenen für den Zuhörer, Zuschauer, Betrachter auch was Neues zu erfahren. Ich finde das so faszinierend, diese Double Reality. Man ist in diesem Baum, man ist gefangen von den Formen, von den Farben. Aber gleichzeitig gibt es diese Realität des Arbeitens, des Managements, des Machens. Und deswegen sind mir all diese Geräusche sehr, sehr wichtig gewesen, um sie mit reinzunehmen. Also wir haben die Glocken angeschlagen auf ganz verschiedene Art und Weise, manchmal rhythmisch, manchmal auch den Nachklang. Das ist ein offener Raum hier, das heißt, es kommt auch sehr viel Lärm von der Straße rein. Die Lautsprecher im Raum sind ganz symmetrisch verteilt, also auf jeder Seite 6. Und sie sind aber zugeordnet in Gruppen, die durch den ganzen Raum gehen.
Es gibt aber auch Klänge, die zirkulieren oder gehen gleichzeitig los. Also ich habe mir eine ganze Menge Ideen gemacht, wie so Klangbewegungen sind. Hinterher mache ich oft noch ganz genaue Skizzen und Zeichnungen, wo es wie so eine Art Klangaufbautagebuch. Keinen festen Platz in einer Installation. Und das ist auch die Chance, aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit. Ich kann rumgehen, ich kann an einen Lautsprecher ganz nah rangehen, das Geräusch vielleicht genau verfolgen. Und da muss es aber so eine Art von Ausgeglichenheit geben, in dem Sinne, dass beides möglich ist. Es muss gut klingen, wenn ich nah dran bin, aber es muss irgendwie auch noch interessant klingen, wenn ich weit weg bin. Industriedenkmäler sind alle sehr verschieden. Sie haben eine wechselvolle Historie. Manche sind noch in Betrieb, manche werden als Museum genutzt und manche sind auch komplett stillgelegt. All diesen Objekten haben wir durch die Klangkunst eine neue Perspektive gegeben und manche von ihnen haben wir dadurch zu neuem Leben erweckt.